Hey mein Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon Go. Und zwar hatten wir ja gesagt gehabt, dass wir uns jetzt dadurch, dass wir den Rauchball bekommen haben, erstmal die vorherigen drei Strecken einmal anschauen. Ja. Um halt vielleicht versteckte Pokés zu finden. Das werden wir natürlich auch machen. Hier ist der Rauchball. Ja. Lol, und den Vögel interessiert das überhaupt gar nicht. Auch sehr lustig. Was soll man dazu sagen? Aber ich könnte eigentlich rein theoretisch... wenn ich ihn getroffen hätte, vielleicht ein besseres Foto von ihm machen können. Von dem Dodo. Bleib doch mal stehen. Bleib natürlich nicht stehen, ne? Das Mistvieh. Vielleicht habe ich ja Glück und da kommt vielleicht gleich noch eine raus. Ja, toll, ein Carpador wollte ich jetzt eigentlich eher weniger. Na komm! Ja, mit Glück. Ist das jetzt ein relativ gutes Foto geworden? Oh, Relaxo! Oh, mega cool. So, hier oben war doch ein Mauzi gewesen. Mit viel Glück. Kommt es vielleicht gleich runter? Ja! Was aber relativ böse ist. Oh, es freut sich. Oh, wie süß. So. Jetzt gucken wir aber mal, was hier rauskommt. Sichlor, ja, mega geil. Oh, Pikachus! Hä? Wie geil ist das denn? Wie kann sich ein Keks freuen? Mega episch. Auch ein sehr gutes Foto hier von ihm. Haben wir Glück und hier? Kommt noch irgendwas anderes raus? Noch ein Sichlor! Okay, damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ah ne, das war ja anders hier. Shanira. Mega cool schon mal. Aber wir kriegen hier auch kein schönes Foto irgendwie von Lapras. Stell dich so an. Hier gibt es doch bestimmt auch irgendwie einen Trick. Ich habe keine Ahnung, ob wir Glück haben und hier vielleicht ein Lapras rauskommt. Aber wir haben vielleicht großes Glück und können wirklich sagen, okay, wir haben jetzt ein besseres Foto von Carpador. Jo, es wurden ein paar viele Bilder gemacht. Ich hoffe außerdem, dass, weil ich hatte mein Pad gerade ein bisschen anders gehalten. Dass jetzt die Tasten euch nicht so übelst genervt haben. Aber wir haben ein Relaxo. Dann haben wir natürlich ein Mauzi, was richtig cool ist. Nicht genau perfekt in der Mitte, da gibt es wahrscheinlich gleich sowieso wieder Mecker. Aber wir haben hier ein Sichlor. Schon das zweite neue Pokémon. Und wir haben zwei Pikachus. Vielleicht gibt es ja da ein paar mehr Punkte. Denn ein Smetbo, was relativ nah dran ist. Oder das hier eigentlich. Mega cool. Den haben wir natürlich noch. Shinera! Das wird ihnen aber nicht so wirklich gefallen. Weil sie dafür natürlich zu dicht dran ist. Aber wir haben es jetzt geschafft, ein paar neue Pokis zu erwischen. Wenn wollen wir auch schon alle. Du, mal gucken. Wow, okay, gefiel ihm besser. Ein neues Relaxo am Start. Ja, du warst nah dran. Ein Mauzi. Okay, mega cool. So, Sichlor haben wir natürlich auch noch. Pose. Oh, es ist in einer Kampfhaltung.
Technik. Wunderbar. Wunderbar. Wow. Wow, das Pikachu auf einen Stamm. Ach was, es gibt sogar mehr als... Ja, okay, wahrscheinlich aber auch, weil zwei Pikachus damit bei sind, ne? Ein sehr lebhaftes Motiv. Kommen wir zur Technik. Und dann, wow. Noch mehr. Ah. Respekt. 6160 Punkte für zwei Pikachus. Schmetbo. Mal gucken. Okay, aber wir haben ihn echt richtig gut getroffen. Scharnira. Ach, gefällt ihm doch? Okay, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht gerechnet. So ein Carpador. 300, ja? Er ist ein bisschen besser in der Mitte als jetzt bei den letzten. Gut gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, haben wir ein paar neue Arten. Mega cool. Willkommen zurück. So, dann gehen wir auch gleich hier mal zum Tunnel. Ja. Wir haben ja gesagt, ab wenn schon, denn schon, wollen wir einmal alle drei. Irgendwas kann man auch hier mit diesem blöden Pikachu machen, aber es will irgendwie nicht. Nee. Mal gucken, ob wir hier irgendwie versteckte Pokés oder so finden. Das wäre natürlich mega cool. Allein, warum sehen wir ihn nur von hinten? Okay. Ja, geh erstmal. Los, tu was für dein Geld. So, jetzt steht er natürlich direkt davor. Hm. Wir müssten einmal kurz abwarten. Ich probiere mal gleich irgendwie zwei Voltobälle. Voltobälle. Zum Explodieren zu bekommen. Nein! Ach Mann! Ja, kacke, gut, ihn habe ich auch nicht getroffen. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Bist du jetzt böse und machst du jetzt was oder machst du jetzt nichts? Und ich glaube, es bringt auch nichts, ihn irgendwie abzuwerfen, um irgendwie ein besseres Foto oder so zu bekommen. Oder doch? Nee, bringt leider nichts. Hätte ja sein können, dass da irgendwie was Geheimnisvolles passiert. Aber ich glaube... Los, komm raus! Ah, da ist doch was drin, ne? Ah, da war irgendwas. Ich kann's... Aber gleich hier. Willst du nicht? Ah, das gibt's doch auch nicht. Hä, wie ging das denn? Irgendwie konnte man das machen, dass Dictamilch denn sich bewegt. Und dass wir aus dem Dick da denn ein Dick-Dri bekommen. Das ist jetzt aber hier die, so eine andere Geschichte. Komm, dreh dich mal um. Ah, ich bekomme diese Mistviecher immer nur von vorne, von hinten zu Gesicht. Leider Gottes. Los, komm aber mal her. So, und jetzt kommt mal wieder alle zusammen hier vorne hin. Geht mal dahin bitte. Oh, warum haut ihr denn ab? Ah nee, wie unfair. Aber richtig cooles Bild jetzt hinbekommen. Eigentlich. Und die Betonung liegt aber auf eigentlich. Ja, doch ein paar coole Bilder haben wir schon hinbekommen. Also wir müssen ein paar mehr Punkte auf jeden Fall bekommen.
Es wurden ein paar viele Bilder gemacht, 19 um genau zu sein. Okay, wir haben ein Electric, was da einmal kurz eine Runde schillt. Dann haben wir einen Dick da. Neue Pokés haben wir leider nicht erwischt, aber dafür eigentlich ein recht cooles Magnetilo und Magneton natürlich auch. Recht coole Bilder. Zwar nur ein paar. Ja. Aber hier gibt es auch noch Geheimnisse. Aber anscheinend nicht mit einem Raucherball. Na? 340 und 340. Wir behalten mal das alte. Ein dicker Größe. Ja, wegen mal 2 haben wir 20 Punkte weniger als vorher. 600, ich wollte mir schon sagen, 800. Gut gemacht. Super, okay, war klar, dass jetzt das zweite doch ein bisschen besser ist. Lass mich ran, so. Gut, Magneton. Was? Warum nur 700 für die Pose? Wenn es genau in der Mitte ist. Wir waren aber nicht da dran gewesen. So. Ba, 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 ba. Willkommen zurück. Und jetzt gehen wir natürlich auch noch einmal zum Vulkan. Ja. Du. Ich hätte gerne irgendwie... Okay, da passiert nichts. Hätte ich jetzt gedacht vielleicht. Mit Glück. Okay, die haben wir natürlich jetzt auch schon hier. Eigentlich zahlreich und genug, die Fotos. Okay, wir können uns zwar immer wieder welche aussuchen und dementsprechend mehr Punkte bekommen. Aber ich interessiere mich ja eher darüber, dass hier vielleicht irgendwie was noch passiert. Irgendwelche geheimen Sachen, Situationen oder... gibt es ja so viel, was man vielleicht noch erkunden kann. Aber es passiert nichts. Kriegen wir hier was raus? Auch nicht. Na super, hier natürlich auch nicht. So, vielleicht bekommen wir es aber jetzt. Okay, mit Glutexo ist auch gerade nichts passiert. Frag mich, weil es dreht sich ja, dass ich vielleicht gleich noch ein relativ gutes Foto von ihm hier bekomme. Ah, Kacke. Bisschen verspätet gerade leider gewesen. So, und jetzt kommen wir hierzu. Komm, ich weiß, dass ihr da drin seid. Komm raus. Ah, wie süß. Ja, schaut doch mal. Oh, wie sie sich freuen. Ja, Kacke, okay, das hätte ich vielleicht auch nicht tun sollen unbedingt. Aber wir haben dafür neue Pokés. Oh, und den habe ich natürlich jetzt nicht erwischt. Scheiße. So. Okay, wie gesagt, ein paar neue Pokés haben wir auf jeden Fall auch hier herausgefunden. Es wurden ein paar Bilder gemacht. So, und zwar, weil die halt auf die Vorderfüße steht, dann, das müsste auch irgendwas geben, oder nicht? Magma. Magma immer noch? Und das ist Glutexo. Ich habe keine Ahnung, ob wir dafür irgendwelche besonderen Punkte bekommen. Ich glaube, das bin ich mir auch unsicher. Arcani, richtig cooles Foto. Und dann haben wir hier noch natürlich... Ich weiß nicht, welches unbedingt besser ist. Ich glaube, dafür kriegen wir nicht so viele Punkte.
Aber egal, wir gehen jetzt zu Professor Eich und schauen uns das mal an. Und natürlich haben wir auch wieder weitere Pokis gefunden. Mir gefällt dir nicht. Magma. Oh, das sieht heiß aus. Okay, Technik. Gut, das ist in der Mitte des Bildes. Ja, gut. Beim anderen waren halt noch zwei mit dabei. Glutex und so. Wie groß ist die Abbildung? 590. Wie sieht die Pose aus? Es ist aufgewacht. Hä? Okay. Technik ist in der Mitte. Gut gemacht. Ich sehe da eigentlich gerade nur Flammen, aber ihnen scheint das auf jeden Fall besser zu gefallen. 830. Behalten wir das alte. So, Arcani, Arcani. Also dafür müssen wir richtig viele Punkte bekommen. Wunderbar. So, und jetzt haben wir natürlich noch Fukano. Ja, 300 gefällt mir nicht so doll. Statt vorher mal darüber nachzudenken, okay, wir hätten vielleicht Äpfel hinschmeißen können. Wunderbar. Trotzdem haben wir echt mega viele Punkte bekommen. Ein paar Arten haben wir jetzt dazu, zwei neue Arten. Und wir haben schon 93.000 Punkte. Mega cool. Das heißt, wir haben natürlich das Willkommen jetzt auch zurück. Bewältigt. Die einmal die letzten drei... Strecken nochmal durchzugehen mit dem Rauchball, um natürlich jetzt da auch noch versteckte Pokis zu finden. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal um den Fluss und schauen mal, was wir da noch so alles finden werden. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.